Hast du Lust auf was Süßes und es soll trotzdem gesund sein, dann musst du unbedingt die gebackene Pfirsich-Donuts ausprobieren. Dafür kaufst du flache Tellerpfirsiche und schälst sie ganz normal. Schneide den Kern in der Mitte heraus, damit es so aussieht. Nun verpasst du den Pfirsichen ein schönes Schlagsahnebad und wirfst sie anschließend in eine Schüssel mit ganz vielen Haferflocken. Durch die Schlagsahne bleiben die Haferflocken übrigens richtig schön kleben. Und wenn die Pfirsiche dann richtig schön mit Haferflocken bedeckt sind, kommen sie schon aufs Backblech. Nun werden sie ganz normal auf mittlerer Schiene gebacken und die Backzeit und Temperatur sagen wir euch am Ende vom Video. Denn vorher müssen wir euch unbedingt zeigen, wie man sie am besten isst. Und zwar mit ganz viel Schlagsahne und richtig Fett-Vanilleeis. So, und damit sie so schön weich werden, backt ihr sie bei 200 Grad für 15 Minuten.